Let's Play F1 2012 Champions Mode. Ja, genau, die dritte Folge im Kampf gegen die Weltmeister. Kimi Räikkönen und Lewis Hamilton sind bereits geschlagen. Und jetzt heißt die Herausforderung sachte, sachte gegen Jenson Button, was auch immer uns das zu sagen hat. Aber es heißt, überhole Jenson Button nach einer Safety Car Phase und komme vor ihm ins Ziel. Ich habe das Gefühl, es könnte schwierig werden. Aber wir machen es auf schwer. Ich finde die Animation relativ cool gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Man erkennt vor allem auch die Fahrer. Gut, bei Lewis Hamilton jetzt nicht so schwer, aber auch bei den anderen Fahrern kann man da unterscheiden. Uns lädt, so lange lädt er sonst nie, aber jetzt hier in der im Champions-Modus lädt es auf einmal ewig. Wir befinden uns in den letzten Runden des großen Preises von Großbritannien in Silverstone. Und Jenson Button führt vor dem durch glückliche Umstände auf Platz 2 liegenden Felipe Massa und Sebastian Vettel. Jenson konnte seinem Teamkollegen die Führung kurz vor der Safety-Car-Phase abnehmen. Aber kann er ohne Boxenstopp bis zum Ende durchfahren? Sein Teamkollege, der auf dem 9. Platz liegt, kann das wohl. Das Safety-Car kommt rein. Jetzt wird der Gejagte zum Jäger. Ja, also wir haben es gesehen. Jenson Button liegt auf 1 mit Intermediate-Reifen. Wir haben hier Heavy Wet drauf. Safety-Car geht diese Runde rein. Diese Runde rein. Silverstone und regnerische Bedingungen, da bin ich inzwischen dran gewöhnt. Ihr seht zwar erst Ende dieser Woche das Co-op-Rennen in Silverstone. So, ab wo kann ich, darf ich denn überholen? Das ist gar nicht so einfach mit dem Überholen. Aufpassen, dass ich ja niemanden von der Strecke fege. Ja, das Silverstone Co-op-Rennen, das war... Ja, ich kann es euch bloß ans Herz legen. Guckt es euch an. Es war auf jeden Fall spannend, interessant, chaotisch. Ja, zurzeit komme ich mit den Regenreifen ja noch nicht so wirklich zur Rande. Ein relativ großen Vorsprung wieder nach vorne. Jean wäre der nächste, den ich hier überrunden oder überholen müsste. Der hat schon 5 Sekunden Vorsprung. Jetzt weiß ich nicht, ob der Regen noch stärker wird, so dass sich das hier noch lohnt mit den Heavy Wets. Zurzeit schaut es auf jeden Fall so aus, als wäre Intermediate Wetter. Jetzt durch die SS, das ist immer relativ schwierig im Regen, weil das Auto da gerne untersteuert. Ja, und beim Beschleunigen hier ist er immer übersteuern. Übrigens ja, nicht immer der größte Fan von Regen. Es gibt Strecken, da macht es mir Spaß. Und es gibt Strecken, da macht es mir keinen Spaß. Und ja, ich bin kein überwältigender Regenfahrer, wie man vielleicht in der Season Challenge schon gesehen hat. Schon wieder selbe Kurve, selber Fehler. Die KI ist auf jeden Fall stark im Regen, das haben wir auch im Rennen festgestellt. Und spiegelt sich jetzt hier auch wieder 6,7 Sekunden der Vorsprung von Grosjean. Ich weiß nicht, ob wir da noch ranfahren können. Muss ja gehen, also ich halte mich jetzt nicht für so schlecht, dass ich hier ja, so ein bisschen Rückstand habe. Das ja, wir werden sehen, was die letzte Runde bringt. Auf jeden Fall jetzt schon mal eine Sekunde aufgeholt im ersten Sektor. Scheinbar wird der Regen ja mehr
Mehr Wasser auf der Strecke heißt natürlich für die Intermediates-Fahrer, dass es schwieriger wird für sie zu handeln. Das wird dann wahrscheinlich auf die letzte Runde hinauslaufen, in der wir dann die 8 Fahrer vor uns noch überholen müssen. Der letzte in dieser Reihe wäre dann Jenson Button in Führung liegend. Lewis Hamilton haben wir mit Trockenreifen im Regen schon geschlagen. Ah, jetzt sieht man doch deutlich, dass ich aufhole. So, jetzt vielleicht diesmal diese Kurve nicht verkacken, das wäre jetzt schon extrem wichtig. Ja, es funktioniert halbwegs. Ja, und jetzt sind wir dran am Feld. Ja, und das ist eine arge Rutschpartie hier, bei den Lotus sieht man es gerade extrem. Ja, und die Gicht behindert extrem die Sicht. So, an Raikön jetzt vorbei. Nächste ist jetzt Nico Rosberg. Ja, absolut kein Problem hier. Fernando Alonso, kein Problem. Es macht sich bezahlt hier, die Heavyweights aufgezogen zu haben. Auch Schumacher jetzt im Regenkönig abgezogen. Es ist jetzt Sebastian Vettel. Ja, der versucht jetzt hier mit Kampflinie, aber... Es wäre fast schief gegangen. So, aber Felipe Massa auch noch abgezogen. Und jetzt ist er hier schon Jenson Button. Wir können ihn eigentlich vorführen. Halbgas, ich fahre Halbgas. Ich ziehe innen rein und überhol dich oder so. Was? Unerlaubt überholt. Wird was verpasst, komm, fahr vorbei. Dann das gleiche nochmal. Jetzt beim Rausbeschleunigen. Ich fühle mich jetzt eigentlich nicht schuldig, dass ich da irgendwie zu weit innen gewesen wäre. Aber gut. Das Spiel hat das hier zu beurteilen. Ja, jetzt erwische ich sogar die Kurve mal noch relativ optimal. Und es wird am Ende der Sieg gegen Jenson Button. Ich muss ganz ehrlich sagen, nach der ersten Runde hätte ich das nicht gedacht. Und wir dachten, Jenson Button sei unter diesen Bedingungen unschlagbar. Aber heute wurden wir eines Besseren belehrt. Ha, könnt ihr mal sehen. Ja, Jenson Button jetzt geschlagen im Regen. Tolle Geschichte. Und wieder eine Goldmedaille. Ja, Jenson Button. Nein, Quatsch, nicht Jenson Button. Hier. Ist ja unser Charakter, freut sich natürlich. Jenson Button kommt ja kurz, kriegt einen kleinen Schulterklopfer. Ob ihn das trösten würden, mag ich zu bezweifeln. Nächste Herausforderung ist dann der dreifache Weltmeister inzwischen, Sebastian Vettel, und das aber in der nächsten Folge.